Hallo dann, Freunde. Heute machen wir mal einen Zweiteiler. Und zwar werde ich drüben Garten 1 eine, wie soll ich sagen, keine Gartenarbeit, sondern Landschaftsbau veranstalten, sozusagen. Erste Mal alles raus und zweiten Teil wieder alles rein. Was wir machen, wie immer, nach der Meise, Gartenfreunde. Und zwar, mein Plan ist ja hier russig verlegt. Die werde ich erstmal alle rausmachen und ordentliche Planie machen wieder, gerade. Und beim zweiten Teil dann wieder rein. Das gleiche. Hinten rüber zum Gewächshaus. Ganz hinten. Das ist ja auch noch so ein Weg. Das bis zum Gewächshaus. Da warst du nicht mal die Kürbisse hier. Rüberlegen. Und dann werden wir hier anfangen. Sozusagen meine gelernte Arbeit. Eine Fachfrage. Habe ich die gesehen? Lag ein Strang, Pläte da, dann bin ich abgeschnitten. Da hingen auch zwei Kürbisse dran. Und hier Hokkaidos. Kann man die schon essen? Oder muss ich die entsorgen? Hat immer einer Kürbiskaiser, du bist gefragt. Ich werde erstmal aufheben, bis hier Kommentare kommen. Ob wir die schon verzehren können oder ob ich die auf den Kompost heilen muss. Gut. So. Jetzt werden wir erstmal hier die ganze Reihe rausmachen. Wer das verlegt hat, die müssten eine Lizenz entziehen. Facharbeiterbrief zurück. Gut, weiter geht's im Text. Wir sind auch schon etwas älter, dann nehmen wir uns eine Hacke dazu. Brauchen wir uns nicht so biegen. Haben sie erstmal unten drunter Sand gemacht. Das klingt schon erstmal gut. Das Wehe machen wir mal raus zusammen. Zack. Geht eigentlich gut raus. Hier. Pusch am Bau. Riesenfugen. War kein Profi am Werk. Sind ja etliche Meter.
Naja, wie gesagt, heute raus. Nächsten Video wieder rein. Man könnte denken, die Steine sind noch drin. Aber die Steine sind raus, das andere ist alles Unkraut. Weil die nicht auf Fuge lagen. Keine Profis am Berg gewesen. So, alles raus. Jetzt müssen wir auch noch Unkraut frei machen. Ja. Das ist hier ein Gewächshaus. Und hier haben wir dann die andere Seite noch. Sieht auch nicht besser aus. Ja, erstmal ein Päuschen machen. Kommt noch heute mal anfangen hier, das Unkraut wegzumachen. Wir werden alles rausreißen, außer die Gladiolen, die jetzt erst kommen. Die Wintergladiolen, die lassen wir noch stehen. Der Rest fliegt alles weg hier, was hier am Rand steht. Da kommen nächstes Jahr Dahlien hin. Wenn sie wieder nicht wegfressen. Erstmal werden sie hier alles weg. Dass wir wieder ordentlich Blani machen können. Wenn ich fertig bin hier, gucken wir nochmal. Ich würde sagen, wir lassen das mal. Sieht nicht aus wie in Herbst, das sieht aus wie im Frühling. Kein Unkraut mehr zu sehen. Vorne habe ich schon zwei reingelegt als Muster. Für heute erstmal Feierabend. Ich tue nochmal die Ernte zeigen für heute. Ich hab's auch im Halse. Ich hab's nicht im Rücken, ich hab's Hals. Wollen wir ein Päuschen machen hier, zwei Tage. Erholung. So. Zum Schluss zeige ich wieder die Ernte, was wir heute so gepflückt haben noch. Also die zwei Kürbisse. Die muss der Kaiser beurteilen. Ob man die verzehren kann oder nicht. Gut. Landschaftsbau erstmal für heute abgeschlossen. Gartenfreunde, die heutige Ernte. Wir haben noch ein zweites Pfirsichbäumchen, Garten 2. Da ist etwas größere. Geht auch los. Hängt zwar nicht so viel drauf, aber dafür größere. Dann haben wir hier noch. Tomaten geht allmählich zu Ende. Ein Blumenkohl. Und natürlich, wie immer, im Rob, ja, Zucchinis. Aber zum Glück bloß drei Stück heute. So. Werden wir zum Abschluss kommen. Komm, Freunde. Das war's erstmal für heute. Ich habe auch keine richtige Lust heute. Halsschmerzen. Husten geht das wieder einigermaßen, aber jetzt kommt der Hals. Nicht der Rücken, sondern der Hals. Naja, der Deutsche muss sich durchkämpfen. Wird schon weitergehen. Hoffen wir jedenfalls mal. Nächste Video. Wenn ich nicht flach liege, kommt dann am Sonnabend, dann werden wir die Stähnchen wieder reinbasteln.
Spray habe ich probiert. Ist kein großer Aufwand. Ich nehme am Stock an. Oder ein Gewächshaus ist kein Sand drunter, ist bloß Erde. Naja, kriege ich schon hin. Haben wir schon ganz andere Dinge versaut. So. Weiter gibt es erstmal nichts zu sagen. Wie gesagt, wenn Zell nichts kommt, kommt der Mittag, der Mittwoch. Wenn ich flach liege. Aber ich glaub's nicht. Na, aber Tablettchen einwerfen. So, Gartenfreunde, das war's erstmal für heute. Slava Ukraine. Bis zum nächsten Mal. Das war's.